Leute, ich bin's wieder, Markus von LampengamerTV. Ja, wir spielen heute wieder Bombentrover 2. Und letzte Mal haben wir die germanische Konföderation besiegt, so gut wie, oder? Haben wir sie besiegt? Wenn es noch Überreste gibt. Wenn es noch, ich weiß nicht. Ja, die haben die auch Mons Regius eingenommen. Von den Bastarnen. Aber dann habe ich doch ganz schnell mit der Armee hier zu euren Diensten zurückgeobert und haben die germanische Konföderation besiegt. So, jetzt machen wir auf dem Weg nach Flevum, nach Großbritannien, Schottland, England, wie man es auch nennen will. Könnt ihr entscheiden, England, Großbritannien. Wir hungern. Ja, hier habe ich auch schon Vorbereitungen gesetzt. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich mit Großbritannien und England fertig bin, werde ich also der Armee Dura angreifen mit der Hatra und werde mit dieser Armee nach Asumosata gehen. Ich weiß nicht, ob ich das mache. Ich werde auf jeden Fall erstmal die zwei Armeen das hier einnehmen lassen. Dann haben wir hier Syria und Mesopotamien fast. Ja, haben wir dann, weil wir ja unsere Verbündeten sind oder Klientel, ich weiß gar nicht. ja. Okay. Ich glaube, die Briten, einmal an Asterix und Obelix gedacht und dann weiß man das schon, dass die Briten ein bisschen leichter sind zu besiegen, denke ich mal. Wie die Galatia. Das glaube ich eher. Haben ja auch Krieg mit den Kolchis und Adahan. Und die mögen die auf jeden Fall nicht. Und dann hätte ich schon ein paar Verbündete. Dann könnte ich auch hier Pessinos angreifen zum Beispiel. Ja, ganz genau. Greife ich mit der Pessinus an und mit der Armee werde ich dann Zeit angreifen. Dann habe ich hier schon mal fast Klikien. Zypien, ja. Zypern. Können wir gleich mal hier. Seid gegrüßt. Seid nicht. Wenn nicht, hier, was ist denn los? Bist du es nicht? Nirgospot. Ja, okay, dann nicht, ne? Dann nicht. Da werde ich wahrscheinlich, oder ich sag's so, dass die halt die Stadt annehmen. Und dass ich dann mit den zwei Armeen dann die Stadt hier annehme. Und diese Armee zur Verteidigung da lass. Nö. Das sieht auch ganz gut aus. Genau. Aber naja, das ist jetzt egal. Wir wollen uns vorbereiten auf den Krieg in Großbritannien. Marcus Maximus. Ah, okay. Habe ich nicht gesehen. Oh ne, das ist damals, oder? Jawohl, wir haben Aktion. Haben wir noch einen? Nein, nicht, dass ich sehe. Ah, in Alaska kann ich noch erteilen. Swaben. Ah, okay. Swaben würde ich nicht machen. Ganz aus dem Grund, weil es eigentlich ganz gut ist. Die Ding. Ihr wisst schon, die Ordnung. Ich würde es irgendwo hin tun, wo nicht die Ordnung so gut ist. Die haben ja schon, ja.
Ja, das kann ich da nicht machen. Kann ich auch nicht machen. Wo tue ich denn das hin? Habe ich Afrika über uns? Ja, habe ich. Okay, wo tue ich das denn hin? Ich würde es gerne aufheben. Silesia. Wir können es ja dann umändern. Ich würde Panama Lizenzen wieder machen. Ist immer gut. Können wir jetzt spenden? Jawohl. Dies ist keine unüberlegte Bitte. Doch die Götter wollen es so. Ganz sicher nicht. Auf jeden Fall will ich keinen Krieg haben mit irgendjemandem. Die Seelen unserer Vorfahren haben keine Verwendung für... Okay. Ich sage nichts. Was ist Sila Kadao, die bei Fazio den Kampf eingestellt. Okay, das hat halt Silesia. Aha. Aha. Ups. Der hier, ne? Für Rom tue ich alles. Echt? Jawohl, das ist ja auch immer besser hier. So, dann können wir uns weiter auf den Weg machen nach England, Großbritannien, wenn man es auch nennen will. Wir können unsere Armee ausweitern. Wir brauchen gute, starke Männer. Das hier mit. Das hier, machen wir das nochmal. Die zwei hier, kann nie schaden. Ah, da haben wir noch eine Armee. Wo geht der hin? Achso. Okay. Den langen Weg, wie das sieht. Aber naja, nicht meine Sache. Hat er noch zwei Runden nur. Die brauchen sogar noch länger. Okay. So. Labu. Ich erwarte weitere Befehle. Ich könnte mit dir gehen, aber... Ah ja, das meine ich. Reviska, finde ich gut, dass sie das macht, ne? Wir mögen jetzt mal... Wir mögen uns besser an. Schlecht. Ah, ist okay. Dämonia. Das sind... Ja, okay, das sind die... Das ist, die Karamanten mögen uns überhaupt nicht. Achso, ja. Okay. Kann ich, glaube ich, verstehen, oder? Expansionspolitik, ja. Das ist, ja, nicht so geil. Fest sehen wir jetzt halt wieder, weil wir so Feinde angreifen. Achso, 10 haben keine Verbündeten, das ist sehr gut, und die haben auch keine Verbündeten, das ist sehr gut. Sehr gut. 10 hat auch keine Verbündeten, das ist sehr gut. Ich werde erstmal, ich werde auch einen Spion mal dahin schicken, warte mal. I don't know. Da haben wir einen. Werde ich da mal einen Spion hinschicken? Kann man denn landen? Kann man denn landen? Ja,
Gehen wir mal dahin. Er braucht da drei Runden. Kann ich euch behilflich sein? Gut. Gut, 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 gut. Wir stehen einem würdigen Feind gegenüber. Ich will keinen. Ein einfacher Tribut. Ein einfacher Tribut. Mehr erwarten und... Ja, komm mal. Wer sagt Bevölkerung? Sie lässt ja. Okay. Wieso das denn? So, ja. Okay. Okay. Wir haben noch 11 Jahre, dann ist Christus. Erfüllt eure Pflichtmänner. Bereit zum Kampf. Und so. Ich erwarte eure Befehle. Eigentlich wollte ich, dass die da sind. Ich erwarte eure Befehle. So, dann mal so. Rom braucht mehr Schiffe. So. Und dann nochmal. So. Können wir machen. Okay, 4 können wir machen. 4. Zu eurem Dienst. Im Dienste Roms werde ich nie müde. Achso. Ich kann und werde nicht. Sehr gut. Ah ja, jetzt haben wir Hingabe. Weil sinnlos. Gut. Oh, da war noch mehr. Jawohl. Gladchen. Macht auch nichts mehr irgendwie. Also ich sehe es nicht, wahrscheinlich. Wollt ihr tatenlos herumstehen? Tja. Bringen euch diese unverfrorenen Hunde denn... Wie gesagt, ich will keinen. Da bin ich auch. Service Minutius Caesar. Was ist da los? Ich weiß jetzt nicht, welche Ding das ist, aber ich mache lieber das hier. Oh. Gut. Ja, gut. Ja. Ich weiß, wo die ist. Und das hier. Na, das hier. Nur mal das hier. Ich erwarte eure Befehle. Das machen wir hier, machen wir das da, machen wir nochmal das da, dann auf der sicheren Seite. So. Kommandant. Bereit zum Kampf. Ich gehe an Bord. Wir erwarten einen neuen. Ich erwarte eure Befehle. Rückt vor. Kommandant. Ja. Ich erwarte eure Befehle. Die ganze Gemeinde, die Gezeuge. Bereit zum Kampf. Es ist eine Ehre. So, dann machen wir hier. Lego 2. Britannia. Will ich mehr. Britannien ist das nicht. Britannien? Egal. Egal.
Wenn ich versichert habe, dann könnt ihr es hier gerne unter den Kommentaren richtig sagen, richtig schreiben. Britannia, sorry. Britannia, die gehören zu Britannia. Zu euren Diensten. Die ganze Lücke, lol. Okay, dann. Es ist eine Ehre, Rom zu euren Diensten. Ja, das heißt. So. Ich war gerade dumm. Legio. Oh. Toll. Britannia. Die Flotte meldet sich. Eure Befehle? Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Es ist eine Ehre, Rom zu dienen. Das wird kein Problem für uns sein. Aha. Ich hab das ja mal aufgestiegen. Decimus Perpanus Papus. Ist der Name. Die Ordnung ist gut. Ich komme auf 0 vor Christus zu, oder? Ihr wurdet mit Mut gesegnet, also nutzt diesem... Erst für 190 Gulden. Oder Denare, wie man das auch nennt. Hab ich auch wieder vergessen. Oder ist das immer mit... Keine Ahnung. Dieses Volk bereitet mir Sorgen. Zur Britannia. Wie kann ich euch dienen? Wie ihr befehlt. Ich könnte noch mehr tun. Okay. Okay. Kann ich euch behilflich sein? Okay, okay. Gut zu wissen. Wir hungern nach einer Schlacht. So, jetzt, dann passt es. Können wir auf den Weg machen und dann Britannien angreifen. Dann können wir Krieg erklären. Vor der Runde, wo wir landen können. Nö. Nö. Wir kommen auf den Weg. Sehr, 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 sehr gut. Dass sie keine englische, also so englische Konversation gemacht haben. Nur nicht, das... Die Flotte meldet sich! Legt euch den Zeigfinger! Unsere Reise ist beendet! Jo, ja. Dann warten wir auf die, bis die mal da sind. Oh, 8 vor Christus, Leute. Vielleicht schaffen wir das doch die Runde. Ich glaube schon. Dann sehen wir, was passiert. Wahrscheinlich kommt wieder so eine Frage, ob wir
göttlich sein wollen oder christlich. Das wird spaßig. Dies ist keine unüberlegte Bitte. Doch die... Nein. Hilft dir noch? Ich will einen Krieg mit Garmann. Vielleicht irgendwann später. Wenn ich fertig bin, dann seid ihr zufrieden. Und ihr könnt es doch wohl alleine schaffen, die zu besiegen, ey Leute. Also, ihr seid genug. Ich diene ausschließlich Rom. Okay, die sind halt, die Streitwagen sind halt stark. Okay, noch nicht Skorpione. Das ist kein Problem. Streitwagen sind das Problem, aber... Kann man besiegen, okay. So, die Dämonier, wie sehen die aus? Okay, bis halt. So, nächste Runde können wir dann marschieren Richtung Britannien. Ich erwarte eure Befehle. Die Flotte meldet zu euren Diensten. Ja. Dann passt das immer. Nö. Ich werde, glaube ich, aufteilen. Ja. Ich werde drei Armeen, also ich werde ja deinem, ich werde hier zwei Armeen setzen. Oder hier, nee. Ich werde hier zwei Armeen hinsetzen. Der eine, also zwei greifen die an, eine greift die an. Und eine greift die dann an, wenn die fertig erobert ist. Dann geht das schon. Jetzt geht's hier auf Endspurt langsam. Wir müssen ja langsam mal gewinnen. Es kommt ja auch bald der Ziel raus. Und Donnerstag, was ist denn, ich nehme heute am Sonntag auf, wenn ihr es wissen wollt, ist der 15. Dienstag kommt Tottenwartiller raus und, da kommt die Lieferung, nicht genau zu mir, aber so ein paar Tage später kommt es zu mir und dann kann ich zocken. Aber, wie gesagt, wir machen erst, die Kampagne durch. Hier. Und dann fangen wir nächstes an Battle of Attila. Nö. Und dann sind wir weiter. Ja. Bereit zum Kampf. Ja, freilich sind wir bereit zum Kampf, ey. Was denkst du? Ich will was trinken. Hättet ihr einige Männer übrig? Ich hätte viele Männer übrig, aber ich habe keine Zeit. Ich muss ehrlich diese Kampagne gewinnen. Und das Gute ist, dass ich muss Britannien ziemlich schnell besiegen, weil dann kann ich Galadriel angreifen, weil Galadriel mitten im Krieg ist. Das ist, ist das denn? Ah. Wer ist das jetzt? Nix nimmt. Mein König, Marcus Antonius, nein. Marcus Antonius, sehr. Verlebung, ne? Liebe Verlebung. Herr Freilich. Hier. Janus Germanicus. Das muss ich hier annotieren, hier ist ja. Ist
ist ja meine Armee hier. Es ist ja... kann man ja nicht hier lassen. Förderungen und so, ne? So, auf geht's. Den Krieg. Kann ich euch behelfen? Schnell und lautlos. Ein Schatten unter Schatten. Oh, okay, da brauchen wir mehrere. Der Weg voraus ist versperrt. Legt euch ins Zeug, Männer! So, sehr gut. Ja. Schön, schön. Ich will das nicht alles durchlesen, weil... Sehr schön. 6 vor Christus. Diese Würmer beleidigt. Diese Würmer, ja. Ich weiß schon, dass sie uns beleidigen, weil die keine Römer sind. Ja, ich, Tolle Attila. Ist draußen. Jetzt hat, vielleicht habe ich es ja schon. Zeug ist ja schon, also privat. Die, wir stehen einem würdigen Feind gegenüber. Ihr könnt entscheiden, welche Fraktion ich nehmen kann. Soll. Ich könnte auch weströmisch Reich nehmen. Was jetzt dann auch wieder langweilig wird. Aber, es soll verdammt schwer sein. Ich werde schauen, wie das ist. Wie es ist, zu spielen. Das Weströmische Reich, weil die soll ja verdammt schwer sein, habe ich gehört. Also wirklich verdammt schwer. Jo. Wieder unterwegs. So, wie viele haben wir denn da? Welche Feinde? Welche Gegner mit da? Okay, die sind ziemlich leicht zu besiegen. Neuer Streitwagen, aber haben wir hier wieder... Okay, ist ein bisschen stärker. Das ist jetzt uns egal, genau. Da reicht eine Armee. Und dann werde ich da noch eine Armee lassen. Ist ja kommen. Oder ich weiß nicht. Weil ich kann ja gleich landen. Vor Christus, Leute, was passiert? Ich weiß nicht, was passiert. Oh, mein Handy. Ton. Akku aufladen. Reicht schon noch. Wo angreift ihr dieses Volk an? Das ist eins. Nein. Ganz sicher nicht, nein. Nein. What the f... Celestia, sag mal, Rang erhöht. Um zu dienen. Na, das haben wir noch angehört, ne? Oh. Der hier ist... Okay.
Aha. Ja, war das hier, war das, war das, war das. Ich erwarte eure Befehle. Es ist eine Ehre. Legions Britannia. Alles, alles? Fort. Ja. Gehe an Land zurück. Gehe an Land. Ich erwarte weitere Befehle. Ich erwarte eure Befehle. Sehr gut. Dann beenden wir schnell wieder eine Runde und klären jetzt dann gleich den Krieg. Dies ist keine Unübel. Nein. So, wir haben 30 Minuten. Schon. War jetzt noch 2 Minuten, ne? Also wir haben schon 30 Minuten, aber... Geht schon, oder? Wenn ich die ersten zwei Städte angenommen habe. Maps Antonius. Eieiei. Oh. Was ist Julia, meiner? Servus Minutius Caesar. Mal wieder ein Caesar hier. Zu euren Diensten. Ich erwarte eure Befehle. Bereit zum Kampf. Erstmal. Götter des Jenseits, verschont mich. Der Sturm zieht heran. Euer Volk hat dergleichen noch nie gesehen. Okay, das brauchen wir nicht spielen. Also das ist 100% Sieg irgendwie. Kommandant? Bereit zum Kampf! Kommandant? Wie schnell und laut. Bereit zum Kampf! Sie werden niederkauern vor der Macht Roms! Die Siedlung wird belagert! Das war auch nicht... bleibt die Stadtkräfte, also... Zack! Wow, meine Tanks... Wow! Haben wir das schon gesehen? Bitte, ich denke schon, aber... Ich kann mich nicht gerade nicht erinnern. Und weiter haben ziemlich viel gelitten, die auch, die ersten. Die Legionäre, aber das passt schon. Wir hungern nach einer Schlacht! Das passt schon. Ich erwarte eure Befehle! Langsam in den Hafen! Das passt schon. Da können wir welche verbessern. Die Reiter. Ja gut. Die Buch. Die wahrscheinlich auch, jo. Ja. Jawohl. Wir hungern nach einer Schlacht. Zu euren Dienst. So, erstmal hier. Bessern. So. Aufbauen. Was machen wir denn? Fisch essen oder handeln? Dank Docks. Jetzt zeig mir ja hier. Loading, loading, loading. Da.
machen ist auch noch was. So. Und die werden. Nach Moritono gehen. Gibt es nichts weiteres? Ja, die werden auch Moritono gehen. Zu euren Dienst. Ich fürchte, das können wir nicht. Kann ich euch... Ich liebe ausschließlich... Iska. Sehr schön. Robert. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal und sehen, was hier passiert bei Christus. Nö. Dann werden wir hier Britannien erobern, nächste Runde, hoffentlich. So schnell wie es geht. Dann sage ich dann, wir sehen uns das nächste Mal zu einer weiteren Folge von Home Server, Battlefield oder auch irgendwas anderes. Und ich sage dann, bis dann und ciao.